Glück auf, liebe Leute. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute den lieben Marc mit am Start. Und zwar sind wir wieder ins Sauerland gefahren. Heute sind wir in Willingen am Start. Ganz entspannte Vormittagsrunde hier auf den Trails. Ich habe eine kleine Veränderung an meinem Bike vorgenommen. Vita hat mich mal ausgestattet mit dem Snap WCE. Den werde ich heute mal testen und werde euch mal ein kleines Feedback geben, wie der so läuft. Ich würde sagen, wir starten direkt los, Leute. Bis gleich. Started like a real nigga anthem. Shawty's on my wallet, now she think a nigga handsome. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No. Ob ihr es glaubt oder nicht, hier ist nichts los. Wir haben Sonntag. Ja gut, die sind am Chillen. Aber ansonsten ist hier nichts los. Und wir konnten gerade einfach so durchstiefeln, direkt zum Lift. Obwohl der Parkplatz doch relativ gut gefüllt ist. Aber ich würde sagen, bei dem Kaiserwetter kann es nur geil werden. Wir starten los auf die erste Abfahrt. Ich würde sagen, for country, ne? Auf jeden Fall. Wir hauen rein. Bis gleich, Leute. Erstmal locker einrollen, eingrooven. Erstmal wieder reinkommen. Puh. Aber Willing ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Puh. Ja, dank meiner ganzen Gravel-Fahrerei sind meine Beine auch ununterbrochen übersäuert irgendwie. Und ja, ich spüre das schon, dass ich allgemein so ein bisschen mehr im Eimer bin als sonst, hier schon auf der ersten Abfahrt. Deshalb, aber immer schön, erste Runde ganz entspannt einfahren. Wenn ihr mal ein bisschen Verkehr habt, einfach auch entspannt bleiben. Nächste Runde wird freier. Und vor allem den Leuten nicht so am Sack gehen, nicht so nah auffahren. Oh, was ist das denn? Sieht immer ein bisschen anders aus. Ich habe die Federung immer noch nicht angepasst. Ich fahre immer noch das Setup vom Thomas. Und das ist ja hier der absolute Jump-Setup. Da werde ich vielleicht auch noch mal was dran anpassen müssen. Aber ich wollte jetzt erstmal den Unterschied mit den Reifen einschätzen können. Die laufen auf jeden Fall mal nicht so schnell, sind auch um einiges schwerer, sind halt richtige Gravity-Reifen, ne? Im Gegensatz zu den Contis, die da vorher drauf waren. Direkt durch oder Pause? Ja, okay. Ja, die sind auf jeden Fall, machen ganz schön Unterschied zu den Contis, aber fahren sich sicher bis jetzt nur. Federung muss auf jeden Fall angepasst werden. Zumindest wenn ich hier irgendwie mal die DH fahre oder so, ist mir da ein bisschen zu zappelig. Wenn die Bremse nicht funktioniert, ist natürlich ein Scheißgefühl. Ich habe nicht mal Bremsenreiniger mitgenommen, glaube ich.
Aber ein bisschen kurz. Einmal ein bisschen Wallride. Ich hab's bis hierhin echt locker angehen lassen. Ich saß aufgrund meiner Rückenverletzung und dem, ja, zugegebenermaßen miesen Wetter jetzt schon wieder wochenlang nicht auf dem Bike. Ja, das und meine mentale Blockade momentan haben es mir wahnsinnig schwer gemacht, in diesen unbesorgten Ballermodus zu kommen. Vielleicht kennst der ein oder andere diesen Modus, in dem man einfach laufen lässt und nicht über jede Kurve und alle Konsequenzen nachdenkt. Ja, sich in diesem Moment klarzumachen, dass es nicht immer darum geht, maximal zu performen, sondern einfach auch mal geiles Wetter und die Zeit mit seinen besten Freunden auf dem Trail zu genießen. Ja, das ist für mich wahnsinnig wichtig. Ihr wisst nie, was kommt im Leben und solltet alle guten Momente aufsaugen, so gut es geht. Ich persönlich steige aufs Bike, weil ich es liebe, mich zu bewegen. Und deshalb war das ein Tag, der meine Akkus wieder richtig gefüllt hat. Yes! Oh, er war ein bisschen scharf angefahren, ich komme jetzt nicht drüber. Also, was ich sagen muss, der Reifen vermittelt mir jetzt schon mehr Sicherheit, mehr Stabilität. Lang ist härter, schwerer. Kurvenfahren lerne ich dieses Leben nicht mehr. Aber Spaß macht es trotzdem. Ach, der war ein bisschen kurz. Der auch. Irgendwie ist alles noch kurz. Die hat irgendwie keine richtige Landung hier. Ich finde immer Ausreden, ne? Merke. Die schaffe ich nie hier. Ganz komisch, dass ich da nicht drüber komme. Oh, wir haben ein bisschen weit. Oh. Oh. Da kommt der Marc. Irgendwie. Ist Kurvenfahren heute nicht so mein Ding. Den lassen wir aus, den finde ich echt ein bisschen unangenehm. Sollte man versuchen, das Fahrrad wieder ein bisschen in die Kurve zu legen. Ihr müsst echt, wenn ihr fahrt, ein bisschen versuchen, selbst zu reflektieren und zu überlegen, was mache ich für Fehler und was kann ich besser machen. Ja, ich würde sagen, gehen wir direkt rein, ne? Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bin da so gehoppelt immer mit den anderen Reifen. Und jetzt ging das ganz satt. Ey, tock, 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 tock. Geil. Singing all my sorrows on Apollo. I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potos. America ain't dreaming if it's skimming when the birth liberation came from black. We all know it's black genius. Everybody love the culture, they be black by convenience. Hold on. Oh, I actually got it. Shining like a real anthem. Shining on my wallet that you think a answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick. Let the bitch use my bitch with a kiss on my lips like, I am not a pimp with a limp. I'm a man with a gift and I'm doing my shit like,
checks, I'm the nigga, I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger, that's without a doubt. I'm 100 steps ahead, that's a lot of mouth, that's a lot of clout. What you all about? What your dollar amount? To a boy stop, nigga, I'm a big dog. Tell the truth, I don't get charged, shit kind of corny. Why the f*** turn this shit off, bro? I can't rap how everybody else rap, bro. Ja, und dann fing es an, von ganz alleine flotter zu werden. Ich muss aber zugeben, die Vita haben ihren Teil dazu beigetragen. Beim letzten Besuch in Willingen mit meinem DH hatte ich noch die Contis verbaut, die ja einen völlig anderen Zweck erfüllen. Die waren zwar um einiges leichter und rollten auch viel schneller, allerdings haben die mir nicht so die Sicherheit vermittelt, die mir die Vita ja nun vermittelt. Ihr habt förmlich das Gefühl, am Boden zu kleben. Im direkten Vergleich natürlich ein Rückschritt auf Flowtrails, allerdings auf der Enduro-Line genau der richtige Reifen. Puh. Irgendwie werde ich mit dem Ding nicht warm. Er war jetzt knapp drin, aber irgendwie auch so rausgewürcht. Bisschen locker in der Arme werden. Ja. Macht aber Bock. Ist auch kurz trocken heute. Da riecht mehr, ey. Wäre oben aber schöner gewesen. Jupp, nimm mal da. Jo. Nice. Oh. Ja, um mal ein Fazit zu ziehen, der Snap WCE ist für mich eine absolute Empfehlung. Ihr seid sonst Assegai und Magic Mary gefahren? Ja, dann werdet ihr mit dem Snap nichts vermissen. Im Gegenteil, mir gefällt der Reifen am DH wirklich extrem gut. Ja, der gibt euch absolute Sicherheit auf trockenen Trails und selbst wenn es matschig werden sollte, dann sollten euch auch die langen Stollen sicher in der Spur halten. Guckt mal gerne in die Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zum Reifen. Reifen mega, Vormittag mit Marc war mega und ja, ich lieb's so entspannt zu rollen, ohne dass man sich Druck macht. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Feelgood-Momente sind beim Biken und jetzt hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder am Start seid, wenn es denn dann heißt, Glück auf, liebe Leute. Lasst mir ein Kommi da, lasst mir ein Like da und ein kostenloses Abo wäre super. Haut da rein, euer Marc. Lass mal gut sein vor Ort, oder? Alles klar. Keiner verletzt. Jo. Meine Hinterradbremse geht jetzt auch. Wieder, ja. War echt nicht eingebremst, ey. Oder halt echt fett drauf. Ja.